Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Video. Beim letzten Mal haben wir 25 Indominus Rex gegen 40 Jeeps antreten lassen. Und das hat ja wirklich schon sehr, sehr gut geklappt. Die Indominus Rex haben die Jeeps wirklich hochkatapultiert und richtig gezeigt, dass sie Power haben. Und ich habe euch in den Kommentaren gefragt, kennt ihr noch einen Dinosaurier oder könnt ihr euch vorstellen, dass ein anderer Fleischfresser das noch besser machen könnte? Und einige von euch haben da den Acrocanthosaurus vorgeschlagen. Und ich kann mir auch denken, wieso. Der ist sehr, sehr massig, sehr, sehr massiv, hat einen dicken, großen, breiten Schädel, mit dem er auch gerne mal die ein oder andere Kopfnuss verteilt. Hat auch einen sehr massiven Körper, kann relativ schnell rennen. Also ich glaube, das ist hier der perfekte Kandidat, um das Ganze nochmal gegen die 40 Jeeps auszuprobieren. Ich werde jetzt gleich die 25 Acros ausbrüten, freilassen und dann startet das Ganze hier. So, die Acrocanthos stehen im Gehege bereit und haben richtig Bock, hoffentlich die Jeeps hier in die Luft zu befördern. Ihr müsst mal hören, das Geräusch, wenn ich hier reinzoome. Also die machen wirklich viel Lärm, die ganze Zeit am Schnappen und so am Knurren. Also ihr wisst, glaube ich, was ich meine, dieses Keine Ahnung, wie ich das nachmachen soll. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. So, ich öffne mal eben hier die Mauer. Und sobald die ersten Acros loslaufen, mache ich hier hinten das Mauerstück weg, damit die Jeeps auch gleichzeitig losfahren. Und das ist jetzt schon der Fall. Wir gehen schnell in den Aufnahmemodus hier, damit wir hier nichts verpassen. Ich habe sie jetzt wirklich lange aushungern lassen. Also sie sind sehr, sehr hungrig. Und ich hoffe auf ein gutes Ergebnis. Ich meine, wenn ihr schaut, hier seht ihr es gerade ganz gut. Wenn der Acrocanto läuft, dann ist er relativ schnell unterwegs. Und er läuft sehr, sehr tief mit dem Kopf und dem Ober, also dem ganzen Körper hier. Das heißt, er hat so eine richtige Rambock-Position. Und ich glaube, mit dieser Position, wie er läuft, hier sieht man es auch nochmal ganz gut bei dem, kann er hier die Jeeps wirklich hochrammen, wenn wir etwas Glück haben. Aber ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lange. Wir schauen uns das Ganze an. Ich hoffe hier wirklich auf ein sehr gutes Ergebnis, aber das werden wir jetzt gleich hoffentlich sehen. Die Jeeps fahren los. Die ersten zwei Akkus sind leider schon durch, bevor die Jeeps losgefahren sind. Aber es kommen ja noch ein paar mehr, nämlich 23. Und die werden jetzt hoffentlich hier ein paar Jeeps in die Lüfte befördern. Ja, da fliegen die ersten Jeeps. Und zwar nicht zu knapp. Also ich glaube, mit dem Acrocanto haben wir hier wirklich eine gute Wahl getroffen. Wir werden auf jeden Fall auch wieder ein paar mehr Durchläufe machen. Weil ihr wisst ja, manchmal klappt es dann nicht so gut. Manchmal klappt es dann richtig, richtig gut. Hat man ja sehr gut bei dem Indominus Rexen gesehen. Da haben wir ein wirklich super Ergebnis erzielt. Damit war ich sehr zufrieden. Vielleicht sollten wir gleich auch hier nochmal die Bedingungen erhöhen. Vielleicht wieder mit einem Tornado oder so, weil das setzt ja die Dinosaurier auch noch so ein bisschen in Panik und dann rennen sie noch ein bisschen mehr durch die Gegend. Ich glaube, es sind schon alle durch hier, ne? Ja, alle bis auf einen hier. Das ist der letzte Akku. Der schnappt nochmal ein bisschen nach den Jeeps. Aber es war jetzt eigentlich ganz okay, die Runde. Also es hätte besser sein können, aber es war jetzt auch nicht schlecht. Also die Jeeps wurden schon so ein bisschen in die Lüfte befördert. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt Runde 2. So, meine Freunde, Sturmwarnung. Ihr wisst, was das heißt. Perfekte Bedingungen hier für unseren zweiten Versuch. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt hier direkt das Tor. Und sobald die Acros loslaufen, machen wir hinten auf und gehen in den Aufnahmemodus. Und das ist jetzt schon der Fall. Also wir gehen jetzt in den Aufnahmemodus, schauen uns das Ganze diesmal, würde ich sagen, aus einer anderen Perspektive an, nämlich von dieser Seite aus. Warum nicht? Ich bin jetzt sehr gespannt, ob der Sturm die Acros noch so ein bisschen wütender macht. Weil die meisten Dinosaurier werden ja durch Wirbelstürme relativ aus der Ruhe gebracht. Also werden unruhig und sowas und brechen auch aus. Und ich hoffe, jetzt werden wir hier die Acros sehen, wie sie hier die Jeeps ordentlich in die Luft katapultieren. Es müsste jetzt auch ein Wirbelsturm eigentlich sein. Kann gut sein, dass der gleich hier irgendwo entsteht. Ihr seht schon die ersten Jeeps. Oh, da hinten entsteht er gerade. Da hinten ist aber gar nicht so schlimm. Da betrifft uns das ja nicht wirklich. Aber so richtig hochbefördert wurde hier noch keiner. Das ist sehr enttäuschend. Aber ihr seht schon, wenn der hier so durchrennt, der Acro, der hat schon echt ordentlich Power. Ich glaube, wir hatten bis jetzt nur Pech. Boah, die Jeeps werden hier richtig in den Boden gedrückt. Habt ihr das gesehen? Also der rote Jeep da gerade, der wurde richtig zermalmt. Das Problem ist nur, wenn die so eingeklemmt werden, meistens glitschen die dann einfach weg, die Jeeps. Das ist echt schade. Aber ihr seht ja, wie unruhig die sind, ne? Kann ich auch verstehen, da kommt ein Tornado.
Und da wäre ich auch unruhig. Der wird jetzt hier gleich ordentlich durchfegen. Hier fliegen noch ein paar Jeeps. Und jetzt kommt der Tornado hier hinten auf unseren Zaun zu. Aber so richtig krasses Ergebnis haben wir jetzt hier nicht erzielt. Hier bricht er jetzt nochmal durch den Zaun. Macht den hier ordentlich kaputt. Aber ansonsten ist jetzt hier nichts weiter passiert. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal einen weiteren Versuch wagen und hoffen, dass der Tornado hier ein bisschen mehr durchfegt und die Agros nochmal ein bisschen mehr Schaden anrichten. Obwohl, jetzt kommt er nochmal angerannt, ziemlich gezielt. Aber nichts passiert. So, Leute, der Tornado entsteht hier gerade an einer perfekten Stelle. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt hier das Tor ganz schnell und gehen in den Aufnahmemodus. Das könnte jetzt hier wirklich eine schöne Aufnahme werden. Ihr seht schon die ganzen nassen Agros hier. Die sind auf jeden Fall bereit. Der Tornado kommt. Das wird, glaube ich, sehr, sehr cool werden. Wir machen das Ganze wieder in Zeitlupe beim letzten Versuch. Weil da kann man das Ganze viel schöner beobachten und vielleicht die ein oder andere nice Aufnahme hier erzielen. Selbst das sieht ja schon schön aus, ne? Die Agros hier. Schön mit nasser Haut. Sieht schon cool aus. Ich hoffe, die laufen jetzt gleich los, weil der Tornado kommt. Und der wird hier gleich ein Loch in den Zaun rammen. Das könnte das ganze Experiment hier kaputt machen. Hoffen wir mal, dass die Agros jetzt hier schnell reagieren. Und hier noch den ein oder anderen Jeep hochbefördern können. Da hinten ist der Zaun schon eingebrochen. Boah, das ist echt schon ein schönes Bild, ne? Hier schreien die Agros. Und der Tornado kommt immer näher. Und jetzt laufen sie los. Jetzt werden wir hoffentlich gleich ein schönes Spektakel sehen. Schön fliegende Jeeps im Tornado. Na los, Agros. Da fliegen die Jeeps. Wunderbar. Und das ist wirklich ein schönes Bild wieder, ne? Mit dem Tornado im Hintergrund. Die Jeeps werden hochkatapultiert, verschwinden hier leider teilweise. Und der Tornado, der fegt hier mitten durch. Also das ist schon wirklich wieder richtig, richtig cool. Die Agros werden jetzt hier wahrscheinlich gleich ausbüchsen. Man hört nur, wie die ganzen Zäune hier gerade kaputt gehen. Ich will gar nicht wissen, wie viel da hinten schon kaputt ist. Können wir gleich mal schauen. Aber ihr seht schon, die Jeeps fliegen hier. Und mit so einem Tornado im Hintergrund ist das echt immer sehr, sehr nice. Ich mag das sehr gerne. Acrocanto ist auch echt ein schöner Dinosaurier. Und da fliegt nochmal ein Jeep. Ordentlich hoch. Sieht immer fast so aus, als wenn der Tornado ihn erfasst hätte, ne? Wenn man mal so guckt. Er fliegt auch so richtig unlogisch. Guck mal, er fliegt immer noch. Was ist denn da los? Flieg mal kurz hoch zu ihm. Wo fliegt er denn hin? Der fliegt bis zu seiner Base. Boah, schaut euch den Schlingel an. Der ist von da vorne. Fliegt er hier bis zu seiner Station fast. Geht jetzt hier straight runter. Aber er hat hier richtig abgekürzt. Guck mal. Oh mein Gott, jetzt in die Leute rein. Oh, die Leute springen. Panik. Oh, die tun mir leid. Die sind noch gerade so weggejumpt. Aber, man muss ja sagen, sehr stylisch eingepackt. Ach, cool. Okay, das war ein nicer Move. Schnell zurück. Vielleicht sehen wir noch die ein oder andere Action hier. Aber rein dafür hat es sich ja schon gelohnt. Aber ich glaube, das meiste ist hier schon leider vorbei, weil die Zäune vermutlich sehr, sehr kaputt sind. Also ihr seht schon, hier ist der Zaun hart eingerissen. Hier ist der Zaun eingerissen. Auf der anderen Seite ist der Zaun eingerissen. Also der Tornado hat hier wirklich mitten durchgefegt. Die letzten Agros rennen jetzt hier noch. Wir laufen gleich in Freiheit. Ich würde sagen, mit diesen wunderschönen und lustigen Aufnahmen beenden wir hier das Video. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Falls ihr Ideen habt, was ich mal in Jurassic World Evolution ausprobieren könnte, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Falls euch das heutige Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dann dürft ihr abonnieren. Und vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.